Och Mann, ja, das war jetzt Risiko. Ja, ich glaube schon. Da müsste ich schon. Tom wurde schon wieder gefunden. Was ist denn los? Warte mal, ich glaube, ich weiß, wo die letzte ist. Oh, Ja! oh, Ja, beeil dich, beeil dich! Hallo. Ja, was? Oh, er hatte mich gerade. Das lassen wir zählen. Let's go, sehr gut. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Hide and Seek hier bei Rainbow Friends Chapter 2 mit Tom und Lena und mir. Wir werden wieder heute nach einer Farbe uns verstecken oder bei einer Farbe. Heute folgende Farben: Rot, Blau, Gelb, Grün. Und in der ersten Runde darfst du Tom suchen. 4 Minuten Zeit hast du. Es ist wieder so, dass nur die Person gefunden werden kann, die versteckt ist. Die Person, die zusammensucht, die ist sozusagen sicher, auch wenn sie gesehen wird. Und beide müssen, ich würde mal sagen, immer die gute Hälfte an Items zusammensuchen, okay? Also ich weiß, es gibt manchmal auch ungerade Zahlen. Dann kann die eine Person zum Beispiel irgendwie 7 und die andere 8, ne? Aber immer Hälfte, Hälfte. Also guckt, wie viele Items ihr zusammengesammelt habt, okay? Aber diesmal auch wirklich mit Zeitlimit. Nicht, dass das wie letztes Mal ist, wo ich ein Zeitlimit gemacht habe und es gab keins. Ach ja, stimmt. Hier brauchen wir kein Zeitlimit. Entschuldige, es tut mir leid, immer wieder. Tom, du bist so klug, gut mitgedacht. Wir brauchen hier kein Zeitlimit, sondern bis die Runde vorbei ist oder du halt gefunden hast. Du kannst jetzt einmal runter und wir verstecken uns dann. Alles klar, bis gleich. Also ich bin wieder maximal verwirrt. Lena, wir verstecken uns bei folgender Farbe. Wir verstecken uns bei Rot. Rot. Ja, wo ist denn Tom eigentlich hin? Weiß ich nicht. Ich bin weitergegangen. Ich habe gar nicht mehr hingeguckt. Okay, rot. Rot, 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 rot. Oh, ja, sag doch, dass Blue kommt, Mann. Ach, du bist doch schon ein Pro. Da muss ich doch nichts mehr sagen. Du hörst ihn doch. Also hier gibt es so rote Pilze. Da könnte man sich verstecken. Aber das ist schon sehr auffällig. Hier ist die rote Garage. Oh, ich habe aus Versehen was eingesammelt. Hier sind so rote Gardinen. Und hier ist auch so ein rotes Exit-Schild. Ich bleib mal hier. Okay, ich würde vielleicht auch als erstes suchen. Ja. Aber sag mir, wenn du was hast. Ich muss schon sagen, es ist mit Rot gar nicht mal so einfach. Jetzt habe ich auch noch Grün, Green. Boah, ich weiß nicht, wie gut er mich da findet. Ah. Ja, Blue, geh mal vorbei. Ja, ich würde wahrscheinlich dann jetzt einfach, ich finde kein so gutes Versteck, in den Spinter gehen. Ja, solange Rot da ist. Es ist Rot auf jeden Fall in der Nähe da gewesen, das weiß ich. Okay. Hast du dich versteckt? Ja. Es ist in der Nähe halten nur leider, ne? Aber es ist so ein Gegenstand. Okay. Dann sammle ich jetzt so 12 bis 13 Mal ein. Hat er mir geschrieben. Dann let's go. Ja. Und natürlich für jedes Mal, wenn wir sterben, kriegt Tom einen Punkt. Also wenn wir gefunden werden von den Rainbow Friends, kriegt Tom auch einen Punkt. Das hat mich leider sehr gebrandmarkt, dass Khan sich immer versteckt hat. Deswegen muss ich das ja jetzt immer zwangsläufig absuchen. Hier scheint aber niemand zu sein. Ich muss leider sagen, ich glaube, mich wird er schnell finden. Also diesmal ist mein Versteck nicht ganz so gut. Also ich war bei Blue's Castle, ich war beim Riesenrad und habe eingesammelt. Hier ist auf jeden Fall schon jemand fleißig am Einsammeln. Ich glaube auch ein Video, wo du an der Glühbirne komplett vorbeigelaufen bist, haben die Leute in die Kommentare geschrieben. Ich weiß, oh ja, ja, ich habe sie wirklich nicht gesehen. Es war so dumm. Es war so dumm. Okay, so ich habe jetzt meine, also vorne auf jeden Fall ist auch noch eine bei der Brücke. Oh, der konnte hier. Ich dachte, man wäre da safe. Okay, Tom wurde gefunden. Tom. Okay, ich habe jetzt 13 Glühbirnen. Du kannst gleich aus deinem Versteck raus. Boah, ja, bitte, bitte mach schnell. Ich gehe jetzt erstmal in Mainz. Weil er ist noch nicht hier lang gekommen, aber sobald er hier lang läuft, ich sag's dir, der sieht mich. Alles gut, du kannst jetzt gleich raus und dann bist du ja befreit. Okay, du kannst jetzt suchen. Ja, danke dir. Ich habe auch eine Zipline gerade gehört, das heißt, da ist Tom. Ja, ist ja nicht schlimm, du bist ja jetzt safe. Also ich bin hinten bei der Werkstatt, weil hier gibt's auch so rote Gardinen und so. Und auch das Exit-Schild ist rot. Ich guck jetzt mal, ob das Khan irgendwie bei den Rainbow Racers ist oder so. Ach, und wenn er mich gefunden hat, dann müssen wir natürlich tauschen, ne? Dann müsstest du dich wieder verstecken. Ja. Bei Purple unten war es ja noch nicht, ne? No, da war ich noch nicht. Na super, jetzt bringe ich natürlich direkt Blue mit. Warum auch nicht? Oh, Green ist gerade hier vorne. Könnte aber heißen, dass Tom erstmal nicht hier hinkommt. Hoffentlich. Boah, ich glaube, ich finde niemanden. Das sieht echt schlecht aus. Ja, also zu zweit Hide and Seek ist schon etwas schwierig, weil es gibt im Endeffekt nur eine Person, die gerade versteckt ist. Jetzt habe ich schon 7 und 8. Sehr gut. Natürlich kommt da jetzt Blue. Oh, das kann ganz schön knapp werden. Ja, das sieht echt schlecht aus. 2, 3. Beim Riesenrad hast du aber gesagt, da warst du schon, ne? Och Mann, ja, das war jetzt Risiko. Ja, ich glaube schon, da müsste ich schon. Tom wurde schon wieder gefunden, was ist denn los? Das läuft richtig gut auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich halt leider gesehen, wo er sich versteckt. Das wäre jetzt unfair. Fluss, warst du schon?
Ich glaube schon, aber schau einfach mal. Ich weiß gerade nicht mehr. Ah, jetzt komm, jetzt werde ich gleich eingekesselt. Ich muss hier lang. Oh. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht wieder so dumm an und laufe wirklich an der vorbei, an ich der letzten. Ich gehe mal zu ihm hin, aber das wird doch nicht zählen. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo die letzte ist. Ja! Oh, ja, beeil dich, beeil dich! Hallo. Ja, was? Oh, er hatte mich gerade! Das lassen wir zählen. Das lassen wir zählen. Boah. Mensch, das lief ja richtig gut. Okay, Tom, also, hast du mich noch gesehen? Ja, aber das zählt nicht, weil ich dich in dem Respawn-Screen gesehen habe. Also ich wusste, wo du saßt quasi. Ah, okay. Okay, gut, dann zählt es nicht. Du bekommst aber keine Minuspunkte. Wären wir gefunden worden von den Rainbow-Fans, dann hättest du nochmal einen Punkt bekommen, aber ja. So halt nicht. Okay. Ja, ich dachte, das erste Mal war ein bisschen ärgerlich. Ich dachte mal nämlich, man wäre in diesem Wasserfall safe. Ah, ja, das habe ich auch schon einmal gedacht, aber die kommen da rein. Und dann kam er rein, beim zweiten Mal bin ich ein bisschen zu viel Risiko gegangen. Also das war meine eigene Schuld, aber beim ersten Mal dachte ich, ich wäre da safe. Ja, das sind leider 0 Punkte für dich. Vielleicht darfst du ja in der 4. Nacht nochmal suchen. Da schauen wir, der darf der letzte nochmal suchen. Lena, du bist dran. Bis later. Und wir, Tom, wir verstecken uns jetzt bei der Farbe... Ja, das ist in Ordnung. Wir verstecken uns bei Grün. Okay, ja, dann weiß ich schon was. Okay, wir verstecken uns bei Grün. Falls es so sein sollte, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel eingesammelt habe und dann suchst du, ja. Und ich werde aber gefunden. Da muss ich wieder in mein Versteck, ne? Ja. Genau, da müsstest du dich nochmal verstecken. Okay, Grün. Also hier sind so ein paar grüne Bücher, aber das ist kein gutes Versteck. Natürlich, ja, hier haben wir überall Gebüsche und so. Also hier kann man sich definitiv am Fluss verstecken. Ich glaube, ich bleib mal hier. Also ich habe mein Versteck und du... Ich bin auch versteckt. Okay, wenn du willst, darfst du als erstes suchen. Okay, ja. Ich schreibe gerade Lena. Dann wie gesagt, also entweder 7 oder 8 Gaskanister darfst du einsammeln. Okay, okay. Bin halt bei den Rainbow Racers. Ich brauche erstmal einen Moment, um da wieder rauszukommen. Jetzt geht's los. Hier ist Tom. Aber das ist ja egal. 1, 2. Ja, hier ist Yellow, klar. Da ist Blue, natürlich. Kann direkt beide Wege einfach nicht lang gehen. Ich habe aber auch gerade schon gesagt, also das Hide and Seek heute ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es ist halt nur eine Person versteckt und man kann halt auch nur, es zählt halt nur die Person, die versteckt ist und nicht die sucht auch, ne? Oh nein. Oh, jetzt habe ich, jetzt habe ich die eingesammelt. Jetzt habe ich die eingesammelt. Ich glaub's ja nicht. Ja, okay, ich bring die mal kurz zurück. Das wäre fies. Das wäre fies. Ja. Ja gut, habe ich mir gerade selbst ein Beinchen gestellt. Na gut, hier bitte. Vielleicht sollte ich mir eine andere Kiste gleich schnappen. Ich laufe jetzt zurück zum Spawn. Wenn ich noch eine 8 finde, nehme ich die noch mit. Ansonsten... Ja, nimm sie mit. Wieso? Ja, ich habe 8. Oh, nee. Das ist Yellow. Oh, sie kommt. Ja. Oh, Tom, bitte beeil dich. Ja, da ist halt Yellow. Ich komme halt nicht vorbei. Oh, perfekt. Genau an diesem Moment läuft Blue an mir vorbei und sie muss abhauen. Aber ich möchte gerne einmal in die Werkstatt. Blue, können Sie bitte gehen? Let's go. Du hast aber ein bisschen zu viele eingesammelt eigentlich, ne? Ich habe 8 eingesammelt. Warum sind denn da 9? Weiß ich nicht, vielleicht hat Lena einen eingesammelt. Okay, kann ich jetzt raus? Ja, du kannst raus. Ich gehe jetzt in mein Versteck. Also du bist in dein Versteck, ne? Nee, noch nicht. Ach so, ja, dann muss ich noch warten. Erst wenn du in dein Versteck bist, darf ich los. Haben jetzt bestimmt wieder gewechselt. Und Tom kam aus der Kart-Arena. Ja, ich glaube, Lena hat mich gesehen und eigentlich zählt das, weil sie ist, glaube ich, hingekommen. Jetzt bin ich im Versteck. Okay, alles klar. So, dann suche ich jetzt mal. Ich würde jetzt also mal wetten, der ist da auch. Wow. Warst schon bei Purple eigentlich? Einmal kurz fast hochgeklettert. Nee. Es sind auf jeden Fall auch noch welche bei Yellows Nest. Da müssten noch 2 sein. Okay, perfekt. Ah, sie kommt zu den Rainbow Racers rein. Sie wird mich jetzt, glaube ich, finden. Man sieht doch den Namen da bei den UFOs, ne? Ja, leider. Da hatte ich mich auch einmal versteckt. Da hatte sie mich auch einmal gefunden. Und ich weiß auch, wo du bist. Sie mich jetzt, glaube ich. Ja, sie hält an. Ja, sie hat mich. Hallo, Tom. Ja, schade. Okay, sie hat dich, ne? Ja. Okay, das heißt, ich verstecke mich dann nochmal. Und du müsstest die restlichen dann gleich einsammeln. Ich schreibe das einmal nochmal hier rein. Sag dann bleibe ich hier gerade noch drin, bis du versteckt bist, ja? Ja, aber ich glaube, sie weiß, wo ich... war. Dementsprechend wird sie mich wahrscheinlich finden. Ja. Jetzt ist Blue hier, was überhaupt nicht gut ist. Welche hast du denn jetzt eingesammelt? Welche 2? Also die beim Spawn, die kannst du alle noch einsammeln. Da sind 3 Stück. Dann fehlt nur noch 1. Ich weiß nicht, wo noch 1 ist. Na komm, jetzt jetzt reicht's aber. Bist du schon versteckt? Noch nicht. Jetzt hast du aber Zeit gehabt. Warte, ich schreibe erst Lena. Ja, ich gehe los. Also wahrscheinlich findet sie aber mein Versteck gleich. Ich glaube, sie war auch schon wieder weg. Sie ist gerade schon wieder weggegangen.
Die ist wahrscheinlich schon unterwegs. Ja, ich glaube, sie weiß auch, wo mein Versteck ist. Aber warte mal, Tom, wo warst du? Warst du bei Grün? Oh. Let's go. Let's go! Sehr gut! Ja, hattet schade, ihr die Farbe Lena. Grün? Sag mal, hattest du mich eigentlich gesehen? Ich hatte dich jetzt nur noch draußen vor der Kartbahn gesehen. Aber nicht bei meinem Versteck, hast du mich nicht entdeckt, ne? Nein, okay. Ich hab dich gesucht. Wo warst du denn? Ich war, wo einmal Blue dich beim Fluss verfolgt hat, da war ich. Okay. Ihr müsstet jetzt einmal das Glücksrad drehen. Ich gehe nach unten und dann könnt ihr mir schreiben. Ja. Mhm. Ja, Leute, ich bin leicht erkältet. Ich war gestern beim Training und da hat es dann stark geregnet. Und ich hatte nur kurz Klamotten dabei. Und ich glaube, da hat es mich ein bisschen erwischt, weil mir war schon so ein bisschen kalt. Ich weiß, durch Kälte an sich kann man jetzt nicht krank werden, aber... Und dann dreh ich. Let's go. Und wir müssen uns bei Grün verstecken. Ich bleib dann kurz hier und warte, bis sie sich versteckt haben. Boah, ich bin bei Grün überfordert. Bin ich ganz ehrlich. Oh, hier sind auch so viele beim Fluss, ne? So viele beim Fluss. Vor allem, wir haben mittlerweile halt auch so viele Hide-and-Seek-Runden gespielt, dass es mittlerweile auch schwierig ist, noch ein richtiges Versteck, was man noch nicht kennt, so rauszusuchen. Boah, ich weiß auch nicht, ob das hier zählt, ne? Boah. Weil ich bin halt in diesem kleinen Mini-Häuschen sonst, aber oh, das ist zu wenig grün, ne? Ich weiß es nicht. Also ich wäre versteckt, ich bin hier in diesem Holzversteck am Fluss, das ist halt grün darunter. Und ich tue mit meiner Moai-Kiste mal wieder so, als wäre ich ein Stein. Ach nee, jetzt ist der grüne Tower auch oben. Mann, jetzt wollte ich mich da oben verstecken. Ja, meinst du, das mit der Hütte zählt? Also sie hat ein grünes Dach da drüber. Ich denke. Ja, ich würde mich dann auch in meiner schwarzen Kiste verstecken. Wer würde denn zuerst gehen wollen? Ich kann gern zuerst, weil im Fluss sind ja viele Luckys, dann kann ich direkt einen mitnehmen jetzt, weil ich bin naja. Okay, dann leg ich los. Dann schreibe ich ihm, ne? Okay, ich kann. Dann wollen wir mal. Ja, die Lucky-Runde, die ist natürlich auch mal wieder. Ich sammle dann jetzt 4 ein, ne? So, okay, Tom sucht schon fleißig. Mhm. Ich weiß halt nicht, bei welcher Farbe sie sich verstecken dürfen. Boah, wie schnell. Da warst du aber gerade beim Spawn, ne? Ja. Oh, nein. Yellow. Oh, bitte nicht. Mr. Tom. Ich bin kein Riegel. Doch. Nein. Schokoriegel, Mr. Tom. Bitte beeilen Sie sich. Nein, das ist nicht mal ein Schokoriegel. Das ist mal ein schlechter Riegel. So, bitte 5. Es ist noch mindestens einer beim Fluss und einer bei Yellow's Nest. Ich hab schon 5 gesammelt? Was ist denn los? Warum sind die so schnell? Oh, hat er mich gesehen? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt versteckt. Aber es kann halt sein, dass er mich direkt gesehen hat, wie ich ins Versteck gegangen bin. Oh nee, jetzt kommt Yellow, ne? Das ja, Yellow kann doch nicht da sein. Schade. Die sehen einen aber auch schon. Ja, aber die Lukis sind auch alle hier am Anfang. 200 Meter Entfernung. So, ja, okay, und beim Riesenrad sind noch 2, ein roter und ein pinker. Ja, einer ist noch im Fluss. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Obwohl ich... Kahn ist gerade über der Brücke. Vielleicht haben die blau. Tom hat sich jetzt hier im... Er geht gerade um das Castle, dann bin ich erstmal safe. Ja, dann bist du erstmal safe. Erstmal safe. Komm. Boah, der Pinke wollte sich hier schon bei der pinken Hüftburg verstecken. Vergiss es, mein Kleiner. Du kommst mal mit. Ich glaube, der ist bei der Kartbahn gerade gewesen. Ich habe gerade eine Tür gehört. 7. Ja, okay, super. Jetzt hat mich auch Yellow erwischt. Danke. Ja, vielleicht habe ich dann hier ich so einen hier einfach Überblick, nur hin und her. Tom sein könnte. Wirklich. Wunderbar. So, jetzt haben wir 8. Einer ist im Fluss. Einer ist immer noch im Fluss, ja. Ziemlich nah an meinem Versteck. Den hole ich mal. Ich hoffe, wenn K natürlich jetzt auch. Okay, ich schau mal im Wasserfall. Okay. Aber keine Ahnung, wo der andere jetzt ist. Wo war's denn? Purple, warst du da das schon? Das kann doch nicht wahr sein. Warum habt ihr euch so gut versteckt, Mann? Ich war eigentlich nur am Fluss und am Spawn, dann hatte ich 5. Also hattest du die schnellen da, okay. Ah, er hat mich. Oh nein. Aber das heißt ja, dann ich muss ja trotzdem weiter. Du dich wieder verstecken.
Ja, okay. Okay, ja, Tom habe ich. Jetzt verstecken. Hast du wieder nicht zugehört? Es fehlt nur noch ein Lucky. Nee. Und diesen muss dann jetzt eigentlich Tom einsammeln. Ach man, Mr. Tom. Ja, jetzt muss ich hier erstmal kurz warten, bis Blue geht. So. So, ich hoffe, Khan sieht mich jetzt natürlich nicht. Ach so, ich darf ja auch noch gar nicht. Nein! Okay, Tom wurde gefunden, das heißt... Mr. Tom! Das gibt einen Punkt für mich, glaube ich. Ja. Ja, mir ist gerade, ich darf ja gar nicht. Das heißt, damit habe ich jetzt 2 Punkte schon. Aber jetzt darfst du, ich bin versteckt wieder. Okay, Mann, ich stelle mich bei diesen Hide-and-Seeks immer so dämlich an. Ja. Tja, Nein, was du hier nicht hast, hast du halt bei Mario Kart, ne? Ja, mittlerweile leider auch nicht mehr. Oh, ich bin mich gerade erschrocken. Tom, ja. Muss jetzt noch einen einsammeln. Aber welche Farbe war das jetzt? War es grün vielleicht? Ah, oh, sehr gut. Mann, schade. Ja, das ist, wo warst du denn, Lena? Ich war in dieser Hütte links, die linke kleine Hütte vor Blues Castle. Na, okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, ich habe Tom gefunden und Tom, du wurdest leider auch einmal gefunden von den Rainbow Friends. Ja. Das heißt, es gibt 2 Punkte für mich. Also insgesamt. Tom, du hast bisher 0 Punkte, das heißt, du darfst jetzt eine Runde nochmal zusätzlich spielen in dieser Runde. Dann schaue ich mal, bei welcher Farbe. Oh, bin ich heute schlecht in allem. Ich war schlecht in Mario Kart, ich bin schlecht hier. Bei grün verstecken. Nein, nicht nochmal grün. Hattet ihr gerade auch grün? Ja, ne? Ja. Ich finde grün wirklich mega schwer. Ja, warum? Guck mal, beim Fluss ist doch alles grün. Ja, aber das ist so offensichtlich, finde ich. Boah. Oh, oh. Ja, auch mein also Gedanke. Viele Items sind auf jeden Fall hier vorne. Ah, Sü, Vorsicht. Hier oben ist nix grün. Okay. Der Tower. Yellow kommt. Ich gehe zum Tower, der ist ja jetzt wieder unten. Den wollte ich vorhin nehmen, aber da war der oben. Ich glaube, ich verstecke mich wieder am Fluss. Das war eigentlich ein gutes Versteck. Ja, ich verstecke mich jetzt da, wo sich Tom versteckt hat. Okay. Soll ich als erstes suchen? Ja, mach ruhig. Alles klar. Aber ich muss kurz warten, bis die Rainbow Friends weg sind. Ja, Blue sehe ich hier gerade noch, genau. Und Yellow, ja, du hattest alle. Ey. Ja, Tom wurde auch gefunden. Meine Güte, was ist das denn? Ich hab heute gefunden. Okay, ich sammle jetzt erstmal ein. So, okay, Khan, so ja. Ich fürchte, du hast ihn schon bei Mario Kart so sehr gekränkt, er kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Ja, das ist möglich. Dann gehe ich mal schauen, Tom, ich habe ihn gesehen. Ich hoffe, der bleibt mir hier auch schön fern. Okay, Yellow ist hier. Also ich finde, mich habe ich echt ziemlich gut getan mit meiner, sag ich mal, relativ dunklen Kiste und dem grünen Tower. Boah, es ist wirklich echt nervig heute einfach, die Rainbow Friends. Man muss auch sagen, diese Runde hat schon natürlich so viel Zeit. Also ich war jetzt nicht bei Purple. Da wird mit Sicherheit aber noch was sein. Aber das kannst du ja mir überlassen. Am Anfang ist auf jeden Fall noch was. Da sind 2 sogar. Am Anfang sind 2. Einmal im Krankenhaus und einmal auf dieser Bank. Das heißt, du müsstest nur noch 2 weitere finden. Ja, ich hoffe, die sind bei Purple. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder versteckt hast, dann ziehe ich nämlich los. Ich bin versteckt. Okay, dann gehe ich jetzt. Ich hole safe wieder 0 Punkte. Oh, hui, 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 hui. Oh, das war knapp. Das war knapp, 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 knapp. Ja, irgendeins kommt mir jetzt hinterher. Natürlich. Okay, bei Purple ist 1. Boah, ist das nervig. Oh, Sue geht direkt zum Spawn, nicht gut. Hast du denn schon alle? Unten war leider nur 1. Oh, da hinten ist Blue, nicht gut. Sue ist jetzt direkt natürlich da. Dann gehe ich mal kurz hier. Nee, hier ist nichts. Okay, okay, Och, das muss woanders sein. Ah, das muss woanders sein. Okay, jetzt bin ich hier beim Spawn. Also da sind auf jeden Fall 2. Ja. Sonst guck vorne bei Lasertag, vielleicht ist da auch noch 1. Oh nein, 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 nein. Oh. Boah, süß. Ein Millimeter hinter mir. 1 Millimeter. Oh Gott. Oh ey, es nervt heute wirklich einfach nur. Das ist ja ganz schlimm heute. Nein, jetzt muss ich... Ach, Menno. Es tut mir leid. Ich muss mich kurz... Das ist nicht schlimm. Alles gut. Ist auch nicht ganz einfach jetzt, in dieser Nacht. Nee, Sü war auch direkt am Spawn und ich hatte mich bewegt. Ich hatte mich bewegt. Die ist sehr schnell. Hier ist auch niemand, ich glaube hier. Oh, es ist sie oben. Ja, bleib mal da oben, Sü. Bleib wirklich mal da Hast oben. Hast du denn jetzt die letzten beiden schon gefunden, oder? Nicht. Nee.
Spawns. Aber eins müsste auf jeden Fall noch beim Dings sein. Beim Spawn. Ja. Sonst guck bei Lasertag, vielleicht ist da auch noch was. War ich gerade, da war nix. Ich laufe jetzt mal hier die Runde und guck mal, ich weiß, wo es letzte ist. Sehr gut, dann muss ich jetzt noch zum Spawn. Warst du gerade am Fluss? Ja, ich war das. Oh ja, er hat mich. Ernst? Oh nein. Er hat mich. Das heißt, du musst zu deinem Versteck zurück? Ja, ich habe jetzt aber eins noch in der Hand. Ja, alles klar, bring das zurück und dann zum Versteck. Ich würde gerne, sie sind nur alle gerade bei mir. Und ich habe. Yellow hat mich. Welches hattest du denn jetzt? Das am Fluss. Das heißt, du musst zum Spawn gleich. Okay, eigentlich können wir das gewinnen. Ja, es wird jetzt auch sowieso angezeigt. Jetzt darf natürlich Tom nicht hinsehen, wo ich mich hin verstecke. Er darf natürlich nicht erwischt werden, ne? Weil das würde ihm natürlich auch einen Punkt geben. Mhm. Also einen Punkt hat er auf jeden Fall. Er hat natürlich eine Runde zusätzlich gespielt, aber durfte er auch, weil er letzter war. Oh Mann, ey, oh Mann. Okay, du kannst. Okay, du musst aber reinschreiben. Erst dann kann ich. Suchen. Schrift, verschwinde, Bubble. Aber ich werde es ja nicht schaffen in der Zeit. Bei am Tower. Bei dem Tower wieder, ne? Ja. Okay, aber gut, du hast es geschafft. Ja. Danke. Ja, schade. Schade, Schokolade. Hallo. Ja, wo schade, warst du, Tom. Lena? Ja, ich habe mich da versteckt, wo du gerade warst. Ja. Wo warst du, Lena? Ja, Lena war beim Tower. Mhm. Wir hatten grün gerade. Aber war okay. Wurdest du gerade eigentlich wieder erwischt in dieser Runde? Ja, ne? Direkt ja, es war direkt am Anfang. Du hattest geschrieben, kannst kommen. Da habe ich halt auf den anderen Bildschirm geguckt und dann habe ich, dann stand Sion hinter mir. Oh, ja. Also da konnte ich ja nichts mehr machen. Ja, Leute, das war das Hide and Seek hier bei einer Farbe bei Rainbow Friends Chapter 2. Ich glaube, die Achterbahnfahrt brauchen wir ja nicht, ne? Weil das kennen wir ja schon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und gewonnen habt natürlich ich. Tschö.